Die nächste Karte wurde gerade veröffentlicht. Wir haben nur leider noch keine Einladung bekommen. Aber wir haben Himmelsdorf. Himmelsdorf? Das wird richtig interessant, ja. Nice. Mit welchen Einschränkungen? Mal sehen. Ja, mit jeder Menge Einschränkungen. Halleluja, du. Wow, ja. Der komplette Hügel, der komplette Bahnhof, alles gesperrt, nur die Mitte. Ja, nur die Mitte. Aber das wird heftig. Man darf hier nicht nach hinten ausweichen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher auf... Wo ist das? Auf D8. An dieser Ecke hier. E7, D8. Da ist ein kleiner Schutthaufen, hinter dem man sich gerne verstecken kann. Aber so wie es aussieht hier, ist das schon außerhalb der Karte. Also das erlaubte Bereich. G8. Nein, Emil 7, Dora 8. Oder Echo 7, Delta 8. Ich glaube, das ist noch drinne. Ich bin mir nicht sicher. Weil die meinten damit eher den Hügel hier. Das ist ja nur relativ grob draufgezeichnet. Ja, schon. Aber hier ist auf der rechten Seite nicht der Corner selbst, sondern gegenüber von der Straße ist so ein Schutthaufen. Und wenn man dahinter steht, der Schutthaufen selbst kann ja noch dabei sein, aber wenn man dahinter steht, glaube ich, das wäre verboten. Ja. Also jetzt, wenn du mich so direkt darauf hindeutest, der Schutthaufen ist noch drinne, aber dahinter stehen ist verboten. Ja. Was aber auch? Hier denke ich, wird ganz klar deutscher Stahl das Feld dominieren. Hallo Yashara, schön, dass du da bist. Hallo. Ich will doch nur lauschen. Ach, ist doch in Ordnung. So. Willst du es in Echtzeit hören? Ja. Ja, okay. Aber im Chat, im Stream hört man es auch in Echtzeit, nur verzögert. Was? Wirklich? Echtzeit und verzögert. Das ist ja gerade. Es läuft in Echtzeit. IP ja, Black hat mich gerade eingeladen. Es läuft in Echtzeit, also wir. Aber alles verzögert, nicht in ja. Slow Motion. Okay. Naja, was auch interessant wird, in den Regeln ist gestanden, man muss die gelbe Zone so schnell wie möglich verlassen. Die Route des Verlassens liegt im Ermessen des Spielers, aber so schnell wie möglich hat es geheißen. Wenn jetzt also jemand hier auf A6 startet, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, ob er dann da hinten über B3 nach D3 vorfährt. Nee, das ist ja die rote Zone. Die rote Zone darf gar nicht. Obwohl. Warum? Nein, nee, es ist extra eingezeichnet hier. Wenn er hier am Rand entlang fährt, dann könnte er da rausfahren. Über diesen kleinen Platz hier. Es wäre eine erlaubte Route, aber es ist drin gestanden eben der schnellste Weg raus. Das wäre, wenn man auf A6 startet, entweder hier zwischen 6 und 7er Linie runter oder auf der 5er Linie runter. Ja, aber es steht da auch drinnen, es liegt im Ermessen des Spielers. Also ich glaube, da braucht man keine Korinthenkacker sein. Und das wirklich alles auslegen, wenn die Leute da ordentlich langfahren und sich dann da zügig rausbewegen und dort nicht drin rumstehen. Ja, ich hoffe, dass das wird mit dem Schiedsrichter abgesprochen. Vor allem die Position um D8 wäre für mich interessant. Ja. So, und es hat schon wieder zweimal geblinkt. Danke an Tanker4 und Octavian Gare fürs Followen. Auch interessant hier auf dieser Map sehe ich gerade. Der Bahnhof ist nicht vollständig gesperrt. Hier diese Lagerhäuser hier sind extra ausgenommen. Also hier könnte man hinten vorpreschen. Weiß nicht, wie effektiv das genutzt wird oder genutzt werden kann. Bei mir blinkt es die ganze Zeit. Danke an XVATIX fürs Followen. Zwischen den Gefechten Pudding circa 5 Minuten. Ne, 5 bis 10 Minuten. Jetzt würde mich auch die Panzerauswahl interessieren. Ja, auf jeden Fall. Weil das, was vorhin SWF gemacht hat, das würde hier fast auch Sinn machen. Nämlich nur schwer gepanzerte Sachen. E100, IS4. Weil die Autoloader sind halt doch sehr leicht zu durchschlagen, beide.
AMX50B sowieso und T57 Heavy hat auch sehr große Flächen, wo man durchkommt, auch ohne Premium. Ist halt schon schwierig. Ich kann hier den Autoloader kaum gut einsetzen. Wenn der Gegner weiß, dass ich komme, das ist zu gefährlich. Der fährt raus, gibt den Autoloader eine Schelle, der kann genau einmal zurückschießen und das war's. Dann hat er nur eine Kugel weniger im Magazin und der andere kann wieder, bis er da ist, wieder nachladen und dann stehen schon vielleicht die ganze Truppe parat. Also man müsste jemanden von hinten erwischen, so wie es im vorigen Spiel, ich weiß nicht mehr was, Ivy Killer oder ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. Einer von den OMs hat da zuerst den IS-4 überrascht und danach den E-100 angegriffen und hat das ganze Magazin auf einmal, ohne dass er vorher Piranha aufgedeckt wurde, Piranha, in die Seite reinhauen können. Das ist sehr effektiv, aber so anschleichen wird hier nicht funktionieren, nicht schätze ich mal. Ja. Vor allem werden die Teams sich nicht so sehr aufteilen hier, glaube ich. Ja, aber hier wird viel angepasst, wie man vorhin gesehen hat, die Strategie adaptiert. Und ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Auf jeden Fall. Ausnahmsweise mal. Okay, ich habe eine Einladung zu Jumbo bekommen, sehe ich gerade. Du bist schon drinnen. Ich bin schon drin, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe auch schon eine bekommen. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, nee, passt ja, wir haben ja erstmal fertig geredet, es war ja noch genügend Zeit. Die Spieler beraten sich gerade über die Taktik, schätze ich mal. Im anderen Team sehen wir Dad Hasi und Doc Ratte ebenfalls als Streamer. Danke fürs Followen, Goldmember. Ich glaube, wir knacken heute noch die... Nee, die 1400 haben wir heute schon geknackt auf Twitch. Herzlichen Dank dafür, Leute. Hilft uns ungemein weiter und schaltet auch ein, wenn wir keine Events haben. Denn wir fahren auch sehr lustig und sehr oft und sehr gerne Panzer. Ja, fast täglich. Mittwoch sogar in Englisch. Genau, mittwochs hätten wir den Pickup hier auf Englisch, der das Ganze macht. Dienstags haben wir mit Neom eigentlich immer so ein bisschen ein Special vorbereitet. Also ist meistens irgendein Interview oder im Zwei-Wochen-Rhythmus der Super Replay Showdown, in dem wir die Replays, die uns zusendet, auswerten, anschauen und die Zuschauer dürfen dann das beste Replay bestimmen und das beste Replay bekommt dann auch einen Preis. Und für nächste Woche suchen wir dann noch einen Tier 10 der Franzosen. Und ihr könnt das gerne an replay@odomortis.com schicken, einfach als Anhang ransenden, vielleicht kurz was dazu erzählen, was in dem Gefecht los ist und dann hoffen, dass ihr nächste Woche Dienstag gepickt werdet, rausgesucht werdet und wir euer Replay zeigen. Ich habe dazu alle Infos einfach nochmal zusammengefasst. Was jetzt hier? Replay. Bam. Der Moorbot kann das nämlich alles. Montags ist eigentlich immer Brainless dran, unser netter Schweizer. Der ist aber leider zurzeit auf Übung, glaube ich. Weil ich glaube, die Schweizer müssen jedes Jahr irgendwie 3-4 Mal für Übung, auch wenn sie Reservisten sind oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist er bei der Armee zurzeit. War jetzt auch schon die letzten 2-3 Wochen da. Ah, vielleicht ein bisschen Panzer fahren oder so. Ja, er fährt halt ein bisschen. Nee, ich glaube, er repariert die nur. Ich habe gedacht, er gibt ihnen Einweisungen. Hier muss man sidescrapen. Ja, ich glaube, im realen Leben ist das eher nicht so. Danke fürs Followen, Diablo X 1233. Was haben wir noch? Donnerstags ist eigentlich immer Mick Hunter dran. Und freitags, also jetzt letzten Freitag hat er auch Late Night gestreamt. Und das Wochenende nehmen wir uns eigentlich immer so ein bisschen frei, aber da versuchen wir auch noch Zeugs und Termine zu finden. Ja, da kann dieses und jenes passieren. Ich habe zum Beispiel gestern mal gestreamt. Und heute natürlich das große Event von Jumbo, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und dann haben wir auch in den nächsten Wochen, wenn ihr im Jumbo-Stream zugehört habt, noch dran ist. Und zwar gibt es für die besten 10 Plätze hier in dem Turnier einen weiteren Platz im Turnier von Baba.
Also von dem deutsch-türkischen Freundschaftsturnier, was in 2, 3 Wochen, glaube ich, stattfindet. Ich weiß den genauen Termin leider jetzt gerade nicht. Ja, wird aber sicher noch angekündigt. Ich glaube, am 11.05. ist das, wenn ich mich nicht lüge. Und Xtrobe TV, danke fürs Follow. Und das werden wir natürlich auch versuchen zu streamen und hoffen, dass wir da 2 Teams hinschicken dürfen. Und ja, dann haben wir im Grunde genommen das gleiche Turnier, oder das gleiche Turnier, gleiche Turnierart, halt nur mit 40 Teams. Also ein kleines bisschen kleiner. Trotzdem vom organisatorischen Aufwand her dasselbe. Und dann hoffentlich auch von unserem Streaming-Aufwand und so genauso erfolgreich wie heute. Denn wir haben heute immerhin schon 160 Zuschauer gerade und vorhin waren wir mal auf 200 hoch. Also ganz tolle Sache, dass ihr zuschaut, dass euch das interessiert. Macht uns ja auch einen Riesenspaß. So, mittlerweile haben wir uns den Mund fusselig geredet, glaube ich. Ja, aber jetzt müsste jeden Moment die Panzerauswahl losgehen. Oder Karte Genau. wissen wir ja schon. Aber ich glaube, die werden so das Schema ungefähr beibehalten. Also lässt sich jetzt schon abzeichnen. Danke Maximilian für den Follow. Es lässt sich ja abzeichnen, dass wir eine Stadtmap oder eine offene Map hatten. Dann hatten wir. Nee, wir hatten erst eine Stadtmap. Dann die bisschen offene mit Redshire und dann Ja. jetzt wieder eine sehr starke Stadtmap. Ich weiß nicht, ob sie das so absichtlich so gemacht haben. Ich war ja bei der Organisierung auch nicht mit dabei von dem No, ich Turnier. glaube, das war random. Komplett random. Ja. Mal gucken. Müssen wir uns überraschen. So, wir können uns aber mal angucken, gegen wen unsere Leute überhaupt spielen. Also, jetzt haben wir ja das Team gewechselt. Deswegen spielen wir jetzt mit Panther, Neytiri und dem ABS Jarrod. Oh, und da kommen auch schon die Panzer dazu. Okay, sie Ich gehen bin jetzt auf falsch. andere Panzer, IS-4, IS-7. Also, Ja. es sind jetzt andere Leute natürlich, vielleicht spielen die schon die ganze Zeit mit IS-4, IS-7. Wissen wir nicht. Es fehlt noch Aber. eventuell ein Autoloader. Nein, Nee, kein kommt Autoloader, kein. wie gesagt, ist in der Stadtmap nicht so sehr. Es ist Es interessant, das lohnt sich nicht. gegnerische Team hat gewartet, bis alle drei hier die Panzer gewählt haben. Aber ich glaube, die hatten auch ihr Setup fertig, denn das Die Setup waren sie ja kam. schnell. Oh. Ganz schnell. Und jetzt hat Was? Ich der wurde raus. Commander das Team verlassen. Ich wurde, ja, gerade. Oh. Hier dürfte was daneben gegangen sein. Da dürfte der Commander auf die falsche Taste gedrückt haben. Ja, da müssen wir kurz wieder auf die Einladung warten. Danke an Clay für den Follow. Der muss kurz das Game neu starten, wird mir gerade von Neytiri ge angeflüstert. Aha, alles klar. Heißt, geht gleich weiter. Ach, ich kann Neytiri nicht anstupsen. Da, okay, alles klar. Da sage ich einfach nochmal Danke an Last Move für den Follow. Ich höre es die ganze Zeit nur blinken und hier hört es ja leider auch. Na, no, aber es zeigt wenigstens, es dürfte den Leuten gefallen hier, was sie hier sehen. Simplex, auch kein Österreichisch, kein Deutscher spricht ja Österreichisch. Ja, das Sein klang Englisch ist gut. aber in Ordnung. Das kann ich bezeugen. Sonst wäre er auch nicht in Omni. Also. Ja, genau, nur Deutsch. Fremdsprachen rede kein Deutsch. Nein, ich hoffe, man versteht mich trotzdem ganz gut. Ich versuche auch mein Bestes hier. Ah, ich bekomme gerade. Moment, EU2. EU2, ja, da würde ich jetzt einfach kurz. Ich akzeptiere einfach mal ganz kurz und logge mich auf den anderen Okay. Server um. Oh, ich brauche unbedingt was zu trinken, sonst versagt mir gleich die Stimme. Nein, ich bin zumindest ganz froh, dass nicht nur ich hier Pannen abliefere, sondern auch Jumbo passiert. Das ist ganz normal bei so einem Turnier. Also, wenn da wirklich beim ersten Versuch alles glatt läuft, also Ja, dann das ist das ist unglaublich. live. Also Ja. da. Ich sag mal, wenn da irgendeine große Firma dahinter stecken würde, die das organisiert und das läuft nicht, dann kann man sich schon wundern. Und jetzt habe ich die Einladung angenommen, aber ich bin trotzdem nicht im. Ich bin exklusiv.
Achso, jetzt wechselt er wieder den Server, glaube ich. Jetzt hat das mitbekommen, dass er auf dem 2 ist, ja. Dass er, weil die Autoanmeldung uns automatisch irgendwo hinschmeißt. Also sollte die Einladung gleich nochmal kommen. Ja. Ja, und so erklärt es sich auch, dass manche Spielergebnisse erst später eingetragen werden. Aber es ist halt witzig, dass das ausgerechnet bei Jumbo gegen OM passiert. Genau dieses Gefecht, das überall gelivestreamt wird. Ja, aber jetzt sind wir, glaube ich, auch... Ja, ich habe schon die Einladung. Ja. Es geht ja dann recht schnell, wieder die Einladung rauszuschmeißen und so. Gut, da hat man halt eine Verzögerung drin. Und hier kommen auch schon die Spieler wieder mit dem Panzer rein, zumindest die OM-Spieler. Und danke für den Follow, Mervox, Mebrox, Entschuldigung. Lesen ist nicht meine Stärke, aber macht nichts. Solange ihr uns weiter zuhört, ist alles in Ordnung. So viele Namen muss ich hoffentlich nicht mehr ablesen. So, ja, die Teams werden wieder zugeordnet. Jetzt starten wir von oben. Ja, das hat der andere Schiedsrichter nämlich bemängelt gehabt, dass das Team 1 unten starten soll und das Team 2 oben. Ich schalte jetzt nochmal kurz um auf die Karte hier. Also, OM startet hier. Jumbo startet hier. Da ist es, wie gesagt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, interessant, ob hier man sich hinstellen darf. Denn das ist eine relativ starke Position. Ich sage jetzt mal für einen E100, der nur sehr schwer da durchschlagen sein wird. Auch IS4, es wäre das ist eine sehr harte Nuss. IS4, IS7. Ja, mal sehen. Und ich bin schon wieder sehr nachlässig, ich habe die Map nicht geändert. Ja, das kriegt man im Verlauf des Turniers schon hin. Du kannst ja ein bisschen üben. Ja. Aber bis 20 Uhr Zeit, das zu üben. Der Tasi schreibt gerade, noch eine Minute brauchen sie bei sich im Stream jetzt wahrscheinlich. Also geht es dann auch gleich los. Danke für die Follows an Woka Tonka und Leute, eure Namen, das ist furchtbar. Danke, Max. Whatever. Ist mir jetzt wurscht, wie ich das ausspreche. Es tut mir leid, aber die Namen. Aber wenigstens habt ihr keine Zahlen drin als E oder A oder irgend sowas vertauscht. Dann würde ich nämlich einfach D4 irgendwas sagen. Mir dann auch wurscht. Du meinst Lead Speak? Ja, genau sowas in die Richtung. So, jetzt scheint es gleich loszugehen, Nina. Ja, ich bin bereit, wird da gesagt. Ja, da sind andere Teams schon fertig und wir haben noch nicht mal mehr angefangen. Ja, aber wie erwähnt, so lässt es sich erklären, dass manche eben lange brauchen. Was ist? Oh Gott, eine Tiere ist offline. Ja, der Tiere hat gerade einen Disconnect bekommen, anscheinend. Zum Glück vor dem Gefecht. Das ist. Eieieiei. Also hier ist was los. Das ist beides. Schwierig, ja. Ich hoffe, dass er gleich wieder online ist. Ansonsten muss der Ersatzspieler einspringen. Aber ich glaube, die anderen haben schon den Ersatzspieler gezückt, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir haben ja... Ich sehe jetzt auch mal ich kann erstmal verkünden, unser zweites OM-Team ist weiter mit Harvey, Piranha, Mick und Lobby. Okay, das hätten wir in der Zwischenzeit fast streamen können. Ja, da wären wir jetzt schon fertig, ne? Da hätten Ersatzspieler, sehe ich gerade, ist Panther.de. Ja, Natiri, Harold und... Also Mario ist anscheinend dann schon nicht aufgetaucht, oder Mario? Ich weiß es nicht, Moment, ich kann es nicht sagen. Panther.de ist im Spiel hier. Ah, Netiere ist wieder online. Vielleicht danke für ist. Den Follow. Vielleicht ist hier nur festgelegt, einer der vier ist Ersatzspieler. So, es geht los.
können wir endlich den Stream sehen hier. Jumbo gegen OM. Oh, ich muss rüberfahren und mich erschießen lassen. Oh, oh. Jumbo. Basher mit dem E100. Escalion mit dem E5. Und dann haben wir Hardcore Pwn ebenfalls mit einem E5 hier dabei. Und auf OM-Seite HWS Jarrod und Naitiri mit dem IS-4 und Panther.de mit IS-7. Nach 7 Jahren Wien verstehe ich das sogar ganz gut. Ja, siehst du mal, Backup. Also es verstehen dich doch schon ein paar Leute. So, und da haben sie uns alle erwischt. Sehr schön. Und, guck mal, jetzt machen sie schon das, was du dich gefragt hattest. Sie fahren hier links rum. Und klar, gleich ganz aus, ne? Nein. Nee, da dürfen sie ja nicht lang, ganz außen. Aber das Gegner-Team macht genau das gleiche. Oh, und gleich ein starker Schuss. Starker Treffer vom E5 und Panther.de wird getrackt. Es geht direkt los, also ich glaube, da hat sich das Warten hier gelohnt. Ja. Oh. Aber der E100 ist noch nirgendwo zu sehen. Ja. Jetzt bilden unsere Leute hier eine starke Panzerlinie, ja. Und der E5 von Jumbo, der eine, versucht jetzt außen rum zu gehen. Über die F2. So sieht das von vorne aus. Sie gehen vor. Und kommen jetzt ihnen in. Da ist der E100, das ist natürlich schlecht. E100 hat verschossen. Den haben sie getrackt und einmal Damage gemacht. Oh. Und jetzt kommen die E5 wieder raus. Da ist der andere. Und der andere. Oh, Jumbo hat sich hier relativ stark aufgeteilt. OM bleibt hier zusammen als kompakte Masse. Ja. Aber sie können halt nicht auf einen einzelnen Panzer wirken, weil sie dazu die Straße überqueren müssen. Und das wäre zu riskant. In dem Fall. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt hier zurückziehen oder was sie jetzt genau machen. Wir haben sie halt auch vorher noch nie gesehen. Aber müssen wir jetzt hier gucken. So sieht das Ganze von der anderen Seite hier aus. So, jetzt müssen wir hier gucken, was macht der Erdbeer. Oh, hat die dann getroffen. Wurde lange nicht gescoutet. Wir wissen nur, wo die beiden E5er sind. Oh, der E100 drückt direkt drauf. Oh, 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 das ist gefährlich. Er geht da vorne sich hier wieder sehr schön an. Position. Oh, der E5 ist hinten, mal sehen. Und er versucht jetzt von da. Ja. Oh. Gefährliche Sache hier, aber er kann nicht wirken. Er kann nicht wirken, das jetzt ist richtig, aber irgendwie. Jetzt müssen sie reagieren. Jetzt müssen sie, glaube ich, was machen. Eine 2 gegen 3 Situation müssen sie jetzt hier nutzen. Aber sie kommen nicht an dem E100 vorbei. Ich verstehe nicht, was. Oder sie ziehen jetzt Naitiri ab. Zurück. Naitiri versucht jetzt hier, glaube ich, alleine gegen den anderen E5 vorzurücken. Finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll. Sie hätten jetzt hier eine 2 gegen 3 Situation haben können. Ja, aber der E5 ist halt da. Jo, der E100 gleich macht um die Ecke. Schaden. Escalation versucht sie jetzt von hinten zu umgehen. Naitiri muss sich dann hier drehen. Zeigt somit seinen verwundbaren Hintern den Gegnern, dem gegnerischen E100. Das ist sehr, sehr gefährlich, was sie hier machen. Beiden Seiten jetzt so. Jetzt werden sie hier langsam, aber sicher. E100. Jetzt müssen sie was machen. Also ganz ehrlich. Ah, sie treffen jetzt den Nahkampf. Oh! Hast du das gesehen? Hit. Ja, schöner Hit auf den E100. Na, vor allem der eine Jumbo-Spieler hat von hinten den E100 eine gegeben, oder? Nee. Aber Naitiri haben sie jetzt hier ganz. Versuchen jetzt hier. Jetzt drückt Jumbo vor. Jetzt versuchen sie hier ganz klar ihre Übermacht zu zeigen. Abwarten und da geht der erste raus, da ist Naitiri raus gegen den E100. Das war nicht und es liegt kein Damage auf den E5. Jarrod wird von dem E100 einfach weggedrückt und Panther.de hat keine Chance gegen den E5. Jetzt nehmen sie den Panther.de raus, oder? Ja. Fürs nächste müsste Panther.de rausgehen, ja. Ja. Und jetzt ist HPS alleine. Und Harold kriegt den Damage vorne von dem E100 rein. 42 HP. Das ist ärgerlich, aber ich glaube, das ändert nichts am Ergebnis. Hier sehen wir das erste Mal ein OM-Team verlieren. Jawohl.
Wirklich interessant gemacht von Jumbo, richtig schön gemacht, das Ja. Flugmanöver sehr gut ausgeführt und dann hat OM die Chance nicht genutzt. Ja, sie haben sie Kräfte aufgeteilt. Da, wo er gefahren ist, hätten sie sofort rein pushen müssen. Wo er am Anfang noch da auf der anderen Seite nur gestanden ist, war es noch gefährlich, weil da ist er in 2 Sekunden auch herüben. Aber wie er sich aufgemacht hat auf die andere Seite, also in die Mitte eigentlich, da hätten sie eine Seite pushen müssen. Und sie haben sich nur immer weiter zurückgezogen. Ja, das stimmt. Sie hätten dann einfach 2 gegen 3 spielen müssen und den EN100 rausnehmen können. Weil da wäre wieder die Sache gewesen, die gleiche Situation wie das andere Team gegen den anderen EN100 hatte. Einfach den EN100 rausnehmen und dann ist der große Damage-Dealer weg.